ist schon immer gastfreundlich gewesen, war gastfreundlich für die Regierung und ist auch jetzt seit bestimmt 7, 8 Jahren zu mir relativ gastfreundlich. Wir haben ihre Geduld heute so strapaziert, dass wir zuerst einen Chor aus Regensburg hatten, einen Exil-Regensburger, Münchner, Halbfranken, der die Sonderführungen gemacht hat. Und jetzt zu allem Überfluss haben wir noch einen Staatsarchivar aus München, einen Historiker aus Regensburg und das müssen wir helfen. Auch Regensburg. Auch Regensburg. Also noch einmal die Fremde, das Bayernlande, die Freie Reichsstadt sogar, zu Gast hier im fürstbischöflichen Hochstift. Das ist sehr schön und zeigt auch unsere Gastfreundschaft, die alle anderen sind beim Bischof oder beim Weintrinken auf dem Michelsberg. Trotzdem, ich bin mir sehr sicher, Sie bekommen hier das hochwertigste Programm. Ich darf ganz kurz vorstellen, um was es gehen wird. Dr. Georg Schulz, Dr. Markus Schweitzel und Bernd Kohlmann an der Musik werden Ihnen szenische Einblicke geben. Das heißt, Sie werden Sie mit Originalquellen konfrontieren, aber auch immer den Subtext, den historischen Kommentartext zu diesen irren Vorgängen in diesen 2 Jahren mitliefern und Sie sozusagen hier vor Ort bei einem der repräsentativsten Säle des fränkischen Barock einführen in eine Zeit, die dann nicht nur bilderstürmerisch war, sondern alles hinweggefegt hat und eigentlich dann die Grundkonzeption dessen, was uns heute ausmacht, des Freistaates Bayern, im Widerstreit vorweggenommen hat. Also umso spannender, dies an so einem Ort zu sehen, der, wie Sie sehen, ja auch in sich eine Spannung trägt, nämlich die Spannung der Restaurierung nach 300 Jahren, die erste großflächige Restaurierung, die wir dann nächstes Jahr abschließen werden. Jetzt spreche ich nicht mehr, sondern wünsche Ihnen viel Spaß bei der szenischen Lesung. Um 10 Uhr vormittags sind die Vorbereitungen im Großen und Ganzen durchgeführt. Einige Mitglieder des Stabes begeben sich zu den Frontbataillonen, um sich von der Stimmung der Rotarmisten zu überzeugen und sie zu äußersten Kampfleistungen anzufeuern. Das 5. Sturmbataillon hat sich in seiner Regelstellung gegen Dachau mustergültig eingerichtet. Gut verdeckte Maschinengewehrnester bestreichen die flache Ebene. Gefällte Chausseebäume und andere Barrikaden verhindern das Vorgehen von feindlichen Panzerwagen. Auch in Etzenhausen beim 1. Sturmbataillon herrscht eine prachtvolle Stimmung unter den Rotarmisten, die in den letzten Tagen einen starken Zuwachs von Kraft und Siegesbewusstsein erhalten haben, da sie alle Angriffe der Weißen spielend abschlagen konnten. Die Nachricht von der bevorstehenden Offensive der Roten Armee und der Arbeiterbataillone löst große Begeisterung aus. Völker, die Signale, auch zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker, die Signale, auch zum Bürgerkrieg in Bayern im April 1919, beschrieben vom Kommandeur der Infanterie der Bayerischen Roten Armee, Erich Wollenberg. Es tobt die Entscheidungsschlacht zwischen den Roten und den Weißen, zwischen den Verfechtern eines Rätesystems wie in Sowjetrussland
und den Truppen, die die Verteidiger einer parlamentarischen Demokratie nach westlichem Vorbild ins Feld führen. Bayern steht am Scheideweg. Dabei hat der amtierende Ministerpräsident Johannes Hoffmann wenige Wochen zuvor noch erklärt: Meine Regierung wird den Freistaat schützen gegen jede Reaktion von rechts. Sie wird ihn aber auch verteidigen gegen die drohende Anarchie von links. Entsetzlich ist der Völkerkrieg. Entsetzlicher aber ist der Bürgerkrieg. Er muss für Bayern verhindert werden. Nur einen Monat später ist dies ganz offensichtlich misslungen. Am Ende fordert der Bürgerkrieg in Bayern hunderte Menschenleben. Der blutige Konflikt hierzulande ist Ausdruck schwerwiegender weltanschaulicher Differenzen, die sich im Zuge des Weltkrieges erstmals bei der russischen Oktoberrevolution 1917 entladen. Ein Jahr später, am 7. November 1918, folgt auch in Bayern der politische Umsturz, der mit einer Demonstration auf der Theresienwiese in München beginnt. Mit dem Umsturz Kurt Eisners scheint die Möglichkeit zu bestehen, auch Bayern nach dem Vorbild Russlands in ein Sowjetsystem umzugestalten. Tatsächlich bilden sich auch hierzulande nach dem 7. November 1918 die von der russischen Oktoberrevolution bekannten Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte. Und zwar nicht nur in München und in den großen bayerischen Städten, sondern auch auf dem flachen Land. Mitte Dezember 1918 bestehen Räte in etwa 90% der bayerischen Gemeinden. Eine Räterepublik ist Bayern damit aber nicht. Und soll es nach dem Willen der bayerischen Revolutionsregierung auch nicht werden. Insbesondere die Mehrheitssozialdemokraten in der Regierung mit ihrem Landesvorsitzenden und Innenminister Erhard Auer sowie Kultusminister Johannes Hoffmann setzen sich dafür ein, die bestehenden Räte in ihren Befugnissen stark einzuschränken. Denn nach dem verlorenen Weltkrieg liegt nicht nur die bayerische Wirtschaft am Boden. Lebensmittel und die einfachsten Gebrauchsgüter sind Mangelware. Hunderttausende von Soldaten müssen in die Heimat zurückgeführt, untergebracht und aus dem Militär entlassen werden. Arbeitsplätze fehlen, ebenso die Wohnungen. In dieser Situation würden unkontrollierte Aktivitäten der Räte die ohnehin diffizile Versorgung nur noch weiter erschweren. Vor allem aber besteht für die Mehrheitssozialdemokraten nun die Chance, ihre lang gehegten Forderungen in die Tat umzusetzen. Bayern soll endlich eine parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild werden. Deshalb setzen sie sich für baldige freie Wahlen und einen raschen Zusammentritt des Landtags ein. Derweil setzt Eisner selbst, er ist Vertreter der USPD, auf eine Aussöhnung von parlamentarischer Demokratie und Rätesystem. Gleichwohl, in der Regierung Eisner besteht Konsens darüber, einen friedlichen Übergang sicherzustellen. Dagegen will eine kleine, radikale Minderheit der Räte, insbesondere aus dem Münchner Raum, die Revolution weitertreiben. Sie kämpft dafür, Staat und Gesellschaft in ein Sowjetsystem nach russischem Vorbild umzugestalten. Einer ihrer Wortführer ist der aus Berlin stammende Anarchist Erich Müser. Er ist Mitglied im Revolutionären Arbeiterrat, einer Gruppe radikaler Rätevertreter, die mit Unterstützung der Straße aus Bayern eine Räterepublik machen wollen. Mit täglichen Versammlungen und Demonstrationen versuchen sie, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen, treten immer gewaltbereiter auf und durchkreuzen damit die Bemühungen der Regierung Eisner um einen friedlichen Systemwechsel. Erich Mühsam fordert in der Zeitschrift Kein
in drastischen Worten: Jetzt darf es kein Zurück mehr geben! Man proklamiere sofort die Räterepublik, die kein Paktieren mit dem bürgerlichen Parlamentarismus mehr knüpft. Man lasse die kapitalistisch monopolisierte Freiheit der Presse nicht wieder zur Seelenvergiftung und Mordanstiftung zu. Man unterbinde die Offiziers- und Studentenverschwörungen mit den radikalsten Mitteln der Volksdiktatur. Man expropriiere den Großgrundbesitz, entrechte das rententragende Kapital, beginne mit sozialistischer Arbeit in Stadt- und Landgemeinden und scheue dabei nicht zurück vor der revolutionären Dekretierung weltstürzender Neuerungen. Man vertreibe alle verantwortlichen Persönlichkeiten des alten Systems von ihrem Posten, pfeife dabei auf den Bahnhof aus Weimar und verbinde sich schnellstens mit den natürlichen Verbündeten der sozialistischen Revolution, mit den herrlichen Vorkämpfern der Weltbefreiung in Russland. Jetzt gilt es, der Gegenrevolution den Hals zuzudrücken, dass sie nie wieder zu Atem kommt. Doch noch ist die Stunde von Mühsam und seinen Mitstreitern nicht. Denn den Mehrheitssozialdemokraten gelingt es, gegen den Widerstand Eisners eine Wahl des Bayerischen Landtags durchzusetzen. Am 12. Januar 1919 können daran erstmals alle Bayern, Männer und Frauen, unabhängig von ihrer Geburt, Konfession und Steuerleistung teilnehmen. Im Ergebnis bedeutet die Wahl eine deutliche Absage an ein Rätesystem. Die USPD, die Partei Eisners, die als einzige für eine Stärkung der Räte angetreten ist, erreicht lediglich 2,5% der Stimmen. Als Gewinner gehen die Mehrheitssozialdemokraten und die Bayerische Volkspartei hervor, die jeweils ein Drittel der Stimmen erreichen. Für die Zeitgenossen ist damit klar, dass mit dem baldigen Zusammentritt des Bayerischen Landtags auch in Bayern die Entscheidung über das künftige politische System gefallen sein würde. Wie im übrigen Deutschen Reich bereits vollzogen, würde Bayern damit auch zur parlamentarischen Demokratie werden. Anders. Es folgt eine zweite Revolution, ein schwarzer Tag für die Demokratie in Bayern, denn am 21. Februar 1919 wird Kurt Eisner auf dem Weg zur ersten Sitzung des Landtags von einem rechtsnationalen Offizier erschossen. Kurz darauf fallen weitere Schüsse im Landtag. Ein linksradikaler Arbeiterrat verletzt den Mehrheitssozialdemokraten und bisherigen Innenminister Erhard Auer schwer. Zwei Unbeteiligte sterben. Die übrigen Minister und Abgeordneten ergreifen die Flucht aus der Landeshauptstadt. Ein friedlicher Neuanfang für Bayern ist damit vertan. In dieser Situation sind es die Räte, die das Machtvakuum in München füllen. Sogleich wird ein Zentralrat als neue bayerische Regierung eingesetzt und ein Kongress aller Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte in Bayern einberufen, der über die politische Zukunft des Landes entscheiden soll. Dort beantragt am 28. Februar Erich Mühsam im Namen der radikalen Linken die Ausrufung einer Räterepublik. Allerdings stimmt eine deutliche Mehrheit der Räte dagegen und spricht sich für die parlamentarische Demokratie aus. Es kommt ein Abkommen mit den nach Nordbayern geflohenen Landtagsabgeordneten zustande. Und die Verhältnisse scheinen sich doch noch zu beruhigen. Am 17. März
tritt der Landtag noch einmal in München zu einer kurzen Tagung zusammen. Dort wird eine demokratische Mitte-Links-Regierung unter dem bisherigen Kultusminister und Mehrheitssozialdemokraten Johannes Hoffmann gewählt. Die Wirtschaft hat sich unter der Regierung Eisner nicht stabilisiert. Durch die zurückkehrenden Truppen werden Arbeitsplätze, Wohnraum und Lebensmittel noch knapper. Und es sind gerade die ehemaligen Soldaten, die sich von einer Räterepublik endlich eine Verbesserung ihrer Situation erhofft. Auch deshalb erhalten die Versammlungen immer mehr Zulauf, bei denen Erich Mühsam oder der aus Russland stammende Kommunist Max Lewin ihre Forderungen nach einem Sowjetsystem postulieren. Ihnen dient neben Russland auch Ungarn als Vorbild, wo am 20. März 1919 eine Räterepublik installiert wird. Als der Landtag Anfang April 1919 erneut zu einer kurzen Sitzung in München zusammenkommen soll, weigern sich die Münchner Soldatenräte für den Schutz der Parlamentarier zu garantieren. In der Stadt gärt es weiter. Am 7. April 1919 beschließt eine Versammlung führender Münchner Rätevertreter den entscheidenden Schritt und ruft die Räterepublik Bayern aus. Die Entscheidung ist gefallen. Bayern ist Räterepublik. Das werktätige Volk ist nun Herr seines Geschickes. Die Diktatur des Proletariats, die zur Tatsache geworden ist, bezweckt die Verwirklichung eines wahrhaft sozialistischen Gemeinwesens. Der Landtag, das unfruchtbare Gebilde des überwundenen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelöst. Das von ihm eingesetzte Ministerium zurückgedreht. Von den Räten des arbeitenden Volkes bestellte, volkverantwortliche Vertrauensmänner erhalten als Volksbeauftragte für bestimmte Arbeitsgebiete außergewöhnliche Vollmacht. Die Presse wird sozialisiert. Zum Schutz der Bayerischen Räterepublik gegen reaktionäre Versuche von außen und innen wird sofort eine Rote Armee gebildet. Ein Revolutionsgericht wird jeden Anschlag gegen die Räterepublik sofort rücksichtslos ahnden. Die Bayerische Räterepublik folgt dem Beispiel der russischen und ungarischen Völker. Sie nimmt sofort die brüderliche Verbindung mit diesen Völkern auf. Zum Zeichen des beginnenden Abschieds vom fluchwürdigen Zeitalter des Kapitalismus ruht am Montag, den 7. April 1919 in ganz Bayern die Arbeit. Es lebe das freie Bayern, es lebe die Räterepublik, es lebe die Weltrevolution! Kleinstädte und Gemeinden zunächst an. Aber auch in den großen Städten Bayerns, wie in Augsburg, Landshut, Regensburg, Würzburg, Fürth und Aschaffenburg, übernehmen Räte die Kontrolle. Ein Räte-Bayern und damit eine völlige Umgestaltung von Staat und Gesellschaft nach sozialistischen Vorzeichen scheint damit Wirklichkeit zu werden. Allerdings ist die Regierung Hoffmann keineswegs zurückgetreten
und tut dies auch kund. Ebenso wenig hat sich der von den Räterepublikanern geschmähte Landtag aufgelöst. Landtag und Regierung tagen nunmehr hier in Bamberg, abseits der revolutionären Wirren im Süden, und stehen dem Machtanspruch des revolutionären Zentralrats in München im Wege. Damit ist am 7. April 1919 doch nur ein Teil Bayerns zur Räterepublik geworden, zumal die anfängliche Euphorie bei vielen Sowjetanhängern rasch nachlässt. Die Räterepubliken in Nordbayern können sich nur für einige Tage halten und werden von gemäßigten innerstädtischen Kräften oder von Regierungstruppen entmachtet. In Südbayern wird die Räterepublik nur in industriellen Zentren wie Rosenheim und Kolbermoor und einer Handvoll Gemeinden im direkten Umland von München länger als einige wenige Tage unterstützt. Und sogar in der Landeshauptstadt selbst kann sich der neu gebildete revolutionäre Zentralrat nur auf wenige tausend Unterstützer wirklich verlassen. Dies ist auch dem erst 26-jährigen, aus Ostpreußen stammenden Studenten Ernst Toller bewusst, der seit Januar 1918 an führender Stelle für ein Rätesystem in Bayern kämpft. Toller lehnt Hoffmann und die übrigen Mehrheitssozialdemokraten ab, die in Bayern und im Reich rasch die Kontrolle über die Revolution erlangt haben. Für ihn sind diese Verräter an der Revolution und der Arbeiterschaft. So führt er in seinem autobiografischen Werk Eine Jugend in Deutschland aus. Die deutsche Revolution fand ein unwissendes Volk vor und eine Führerschicht bürokratischer Biedermänner. Das Volk rief nach dem Sozialismus, doch nie in den vergangenen Jahren hatte es klare Vorstellungen vom Sozialismus gewonnen. Es wehrte sich gegen seine Bedrücker. Es wusste, was es nicht wollte, aber es wusste nicht, was es wollte. Die Rechtssozialisten und Gewerkschaftsführer ihrerseits waren versippt und verfetzt mit den Gewalten der Monarchie und des Kapitalismus. Deren Sünden waren ihre Sünden. Sie hatten sich abgefunden mit dem bürgerlichen Schüstmilieu. Ihr Ideal war die Überwindung des Proletariers durch den kleinen, gehobenen Bürger. Ihnen fehlte das Vertrauen zu derjenigen, die sie verkündet hatten. Fehlte das Vertrauen zum Volk, das ihnen vertraute. Das Volk, durch die Monarchie ferngehalten von der Verwaltung seiner Geschicke, verzichtete jetzt freiwillig. Der Fuchsbau der alten reaktionären Bürokratie, anstatt ihn zu zerstören, wurde gehätschelt und gepflegt. Bald pfiff aus ihm die Hand. Der am 8. April 1919 Vorsitzender des Revolutionären Zentralrats und damit wichtigster Mann in Räte Bayern wird, versucht die noch Unentschlossenen für die Räterepublik zu gewinnen. Die Unterschiede und Vorteile gegenüber dem Parlamentarismus erläutert er auf einem Flugblatt in folgender Weise. Die Volksvertreter, welche ehemals von euch in den Landtag gewählt wurden, waren von Parteien und Parteivereinen aufgestellt. Die Partei, welche das meiste Geld hatte, konnte am meisten Reklame machen und gewann den Kampf. So kam es, dass, obwohl das ganze Volk anders dachte oder wenigstens fühlte, wichtige Entscheidungen zugunsten der Riesenvermögen und Riesengewinne getroffen wurden. Die Nöte der Unbesitzenden wurden jeden Tag größer. Das Elend in den Städten vermehrte sich.
während die Preise für das Notwendigste und damit die Gewinne der Großkapitalisten ins Unendliche anwuchsen. Jetzt aber will das Volk nicht mehr von Männern, die die Geldherrschaft aufrechterhalten wollen, regiert werden. Das werktätige Volk selbst will durch seine Räte Ordnung schaffen. Bauern, Arbeiter, Handwerker, Kleinbeamte wählen aus ihren Kreisen heraus die tüchtigsten Männer als ihre Vertreter in das Landtagsgebäude. So kann es nicht mehr vorkommen, dass Männer auf Jahre gewählt für das Volk Unheil stiften. Denn die Wähler können jederzeit einen solchen Vertreter abberufen. Nur durch die Räte können die Tüchtigen mitarbeiten an der Neugestaltung des Staates. Unser aller Selbst in München hat Toller mit derlei Überzeugungsarbeit nur teilweise Erfolg. Die Mehrheit der Münchner lehnt die Räterepublik ab. Vor allem das Bürgertum hält die ganze Angelegenheit für lächerlich oder fürchtet sich vor Enteignungen und ein Umschwenken in Gewaltexzesse, von denen man aus dem revolutionären Russland hört. Aber nicht nur bürgerliche Kreise verweigern sich dieser Räterepublik, sondern auch die Kommunisten unter Führung von Max Lewin und dem Russen Evgenij Levinet. Für sie ist ein Sowjetsystem ohne Führung der kommunistischen Partei zum Scheitern verurteilt. Und tatsächlich endet die erste Räterepublik in Bayern bereits 6 Tage nach ihrer Ausrufung. Am Palmsonntag, dem 13. April 1919, versucht die Regierung Hoffmann mit einem Militärschlag die Kontrolle über München zurückzuerlangen. Hoffmann glaubt, mit dieser Aktion den drohenden Bürgerkrieg und russische Zustände im Lande doch noch abwenden zu können. Nach dem russischen Beispiel soll eine Räterepublik im bayerischen Lande eingeführt werden, die genau wie in Russland Elend und namenloses Unglück für die Arbeiterschaft bedeutet. Russische Regierungsmethoden, die dem russischen Proletariat nur Hunger und Arbeitslosigkeit brachten, sollen auch unser bayerisches Volk beglücken. Nach dem Zusammenbruch des alten Militärstaates soll das befreite Volk unter das Joch einer neuen Gewaltherrschaft kommen, soll der Diktatur einer Minderheit gebeugt werden. Der Militarismus von gestern soll durch den Militarismus der Roten Garde ersetzt werden. Das Ende der Räterepublik wird der Sieg der Reaktion sein, der unausbleiblich kommen muss, wie nach dem russischen Beispiel auch in unserem bayerischen Lande Chaos und Terror herrscht. Den regierungstreuen Truppen gelingt es zwar, einige führende Räte wie Erich Mühsam zu verhaften. Aufgrund der starken Gegenwehr der Rotarmisten müssen sie sich aber zurückziehen und ihren Versuch, die Räteherrschaft zu beenden, abbrechen. Nun ergreifen die Kommunisten die Gelegenheit und stellen sich an die Spitze einer neuen, jetzt kommunistischen Räterepublik. Damit vollzieht sich die 4. Revolution seit November 1918. Sie führt zu erneuten Stühlerücken in den Münchner Rätegremien, die wiederum ihre Bezeichnung ändern. Die gescheiterte Militäroperation der legitimen Regierung deuten die neuen Machthaber in München gestickt zu einem Staatsstreich um, zum sogenannten Palmsonntagsputsch. Sie machen gegen die Bamberger Regierung mit den Zeilen Propaganda. An die Arbeiter und Soldaten von München unter Führung von Verrätern der Arbeiterklasse machte in der Nacht zum 13. April einen Staatsstreich gegen den alten Zentralrat und etablierte eine Militärdiktatur. Die revolutionären Arbeiter und Soldaten haben die Verräter aber niedergeschlagen, die sie unter das Joch der kapitalistischen Diktatur zwingen wollen. Arbeiter und Soldaten, ihr habt gesiegt. Die Schutztruppe des Kapitals habt ihr niedergeworfen.
Kommunisten versuchen, im Unterschied zu ihren Vorgängern, sich nun einen eigenen Behördenapparat zu schaffen. Es werden eine Reihe von Kommissionen eingesetzt, die, wie Levinet es formulierte, den bürgerlichen Staat zertrümmern und das Staatsgebilde neu aufbauen sollen. Nachhaltig prägende Wirkung auf die Münchner Bevölkerung hat dabei vor allem die Wirtschaftskommission. Diese ist für die Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen zuständig. Die Kommission deckt wegen der Versorgungssperre der Regierung Hoffmann den Bedarf gerade damit, dass sie Hausdurchsuchungen in bürgerlichen Haushalten vornimmt und dort gehamsterte Lebensmittel beschlagnahmt. Eine Verkehrskommission soll sich um das Postwesen kümmern, beschlagnahmt dabei jedoch sämtliche Privatautos und hört auch Telefongespräche ab. Die Kommission zur Bekämpfung der Gegenrevolution wiederum geht gegen verdächtige Personen vor und ist auch für die Verhaftung von Geiseln aus dem Bürgertum zuständig. Nicht zuletzt wird eine Militärkommission gebildet, die sich um den Aufbau der Roten Armee unter dem Kommando des ehemaligen Matrosen Rudolf Egelhofer kümmert. In wenigen Tagen gelingt es etwa 10.000 Arbeiter, ehemalige Soldaten und andere Freiwillige auszuheben und zu bewaffnen. Am 22. April marschieren einige tausend Rotarmisten in einer Militärparade durch die Ludwigstraße in München. Diesen hat Erich Mühsam das Lied der Roten Garde gewidmet. Wir lernten in der Schlacht zu stehen bei Sturm und Höllenglut. Wir lernten in den Tod zu gehen, nicht achten unser Blut. Und wenn sich einst die Waffe quält, auf die uns den Kampf gelehrt, sie werden uns nicht feige sehen, ihr Unterricht war gut. Lebt wohl, ihr Brüder, dass ferner Friede sei. Nie wieder reißt das Völkerband im rohen Kriegen zwei. Sie gallen in der Heimatschlacht, dann stürzen Grenzen, sinkt die Macht. Und alle Welt ist Vaterland, und alle für die Kommunisten sind der Landtag und die Regierung Hoffmann lediglich Marionetten des Großkapitals, die eine kapitalistische Ausbeutergesellschaft aufrechterhalten und mit weißen Garden das angeblich geeinte Proletariat Bayerns niedermachen wollen. Dies im Auftrag des Reichswehrministers und Mehrheitssozialdemokraten Gustav Noske. Tatsächlich war Noske bereits im Dezember und Januar in Berlin und Bremen mit Hilfe von Reichswehr und rechten Freikorps brutal gegen die Spartakisten vorgegangen. Nun beginnt die Reichsregierung auch massiven Druck auf die bayerische Regierung auszuüben. Die Ordnung im Lande soll wieder hergestellt und die Räterepubliken gewaltsam niedergeworfen werden. Obendrein drohen die Alliierten ihrerseits mit Einmarsch und Besetzung. Als auch letzte Verhandlungsversuche mit den aus Perspektive der Bamberger Regierung linksradikalen Terroristen scheitern, sieht sich Hoffmann schließlich dazu genötigt, den Druck aus Berlin nachzugeben und macht selbst mobil. Mit folgendem Aufruf. Bayern, Landsleute, in München rast der russische Terror, entfesselt von landfremden Elementen. Diese Schlacht darf keinen Tag, keine Stunde weiter bestehen. Hierzu müssen alle Bayern helfen, ohne Unterschied der Partei, und zwar sofort. Unsere braven Nachbarn, die Württemberger,
sind treu nachbarlich an unsere Seite getreten. Sie stehen bereits an der Front. Und auch das Reich gewährt Unterstützung, wenn wir deren bedürfen sollten. Ihr Männer der bayerischen Berge, des bayerischen Hochlandes, des bayerischen Waldes, steht auf wie ein Mann. Sammelt euch, womöglich mit Waffen und Ausrüstung in euren Gemeinden und wählt eure Führer. Ein grüner Burschen am Hut und die weiß-blaue Binde am Arm sei euer Erkennungszeichen. München, Ruf und Hilfe. Auf! Tretet alle an! Sofort! Die Münchner Schwach muss verschwinden. Das ist bayerische Ehrenpflicht. Neben den Einheiten der Reichswehr und Württembergs sollen nun also auch bayerische Freikorps den Umtrieben ein Ende bereiten. Eine Entscheidung, die die junge Demokratie in Bayern nachhaltig belasten wird. Rechtsnationale Offiziere stellen in wenigen Tagen an verschiedenen Orten Bayerns mehr als 20 Freiwilligenverbände aus entlassenen Soldaten auf. Von den rechten Feinden der Demokratie werden vor allem die Bilder des hier zu sehenden Freikorps Werdenfels propagandistisch verwertet. Aus Perspektive der Kommunisten wiederum werden die Soldaten in diesen Einheiten von den Handlangern des Kapitals, also der Regierung Hoffmann, nur missbraucht, wie Flugblätter der Räterepublik verkünden. Brüder und Kameraden, wir wissen, wie sehr ihr irregeführt worden seid. Wir wissen, wie sehr ihr über die wirklichen Zustände in Unkenntnis gelassen werdet. Das gesamte oberbayerische Proletariat ist einig. Heute missbraucht diese Bamberger Regierung euch, proletarische Brüder aus Nordbayern, um genau wie Noske in Preußen die Sache des Proletariats zu verraten. Um das in seinem Kampf gegen die Ausbeuter einige Proletariaten zu zerspalten. Und das bayerische Volk zum Kampf gegen die eigenen Brüder aufzurufen. Die Regierung Hoffmann hat schon heute die Weißen Garden aus Preußen, die Schlechter von Berlin, Bremen und dem Rheinland herbeigerufen. Wollt ihr etwa auch Weiße Garde werden? Wollt ihr Bayern und proletarische Brüder sein? Oder Noske Preußen und Freunde der Kapitalisten? Wollt ihr eure proletarischen Brüder zusammenschießen? Oder wollt ihr euch im Kampf gegen unsere gemeinsamen Feinde mit uns vereinen? Wollt ihr wirklich unsere Frauen und Kinder verhungern lassen und uns zur Verzweiflung treiben? Wir wenden uns an euch, die ihr Proletarier und unsere Brüder seid. Denn wir gehören zusammen. Es lebe Bayerische Räterepublik. Zwei Wochen überstürzen sich die Ereignisse. Mitte April hat die Regierung Hoffmann einen Sperrriegel entlang der Donau errichtet. Am 20. April, dem Ostersonntag, wird die Räterepublik in Augsburg von württembergischen Truppen und Freikorps blutig niedergeschlagen. 44 Menschen, meist Zivilisten, sterben. Von da an rücken die weißen Truppen zahlenmäßig weit überlegen und besser organisiert von allen Seiten auf München vor. Die Rote Armee räumt schließlich ihren bis dahin erfolgreich verteidigten Brückenkopf bei Dachau und zieht sich auf München zurück. Nach Meinung des dort kommandierenden Erich Wollenberg ein fataler militärischer Fehler
und ein Verrat an der kommunistischen Sache der Weltrevolution. Das war der Zusammenbruch. Der kampflose Rückzug der Roten Armee aus Dachau besiegelte den militärischen Zusammenbruch der Bayerischen Räterepublik. Nun gab es kein Halten mehr. Nachdem die Nordfront dem Feinde freiwillig geöffnet war, brach auch der Kampfeswille der Arbeiter zusammen. Jetzt war der Demoralisation, der Feigheit, dem Verrat, der Panik weit das Tor geöffnet. Die Massenflucht der Arbeiter setzte ein, Gewehre wurden zerbrochen, in die Isar geworfen. Der Zusammenbruch war da. Die Weißen Garden konnten unbehindert in München einmarschieren. Während sich in den letzten Apriltagen der Belagerungsring in München schließt, versuchen die Protagonisten der Räterepublik, sich in Sicherheit zu bringen. Levin, Levinet, Toller und andere Anführer der Räterepublik tauchen in der Stadt unter. Am 27. April übernimmt die Rote Armee unter Rudolf Egelhofer selbst die Kontrolle in der Stadt. Obwohl jeglicher Widerstand gegen die weit überlegenen Regierungstruppen völlig sinnlos ist, ruft Egelhofer zum finalen Kampf auf. Arbeiter, Soldaten der Roten Armee, der Feind steht vor den Toren Münchens. In Schleißheim sind schon die Offiziere, die Studenten und die Bourgeoisie-Söhne und weißgardistische Söldner des Kapitals. Keine Stunde ist zu verlieren. Raus aus dem Betrieb. Sofort Generalstreik. Schützt die Revolution. Schützt euch selber. Alle Mann zu den Waffen. Auf zum Kampf. Setzt eure ganze Kraft ein. Euch steht auf dem Spiel. Der Feind, der kennt keine Gnade in Starnberg. Da haben die weißgardistischen Hund, die haben die Sanitätsmannschaften niedergemetzelt. Ihr kämpft für eure Frauen, für eure Kinder, für euch selber. Zeigt den Kapitalisten und ihre bezahlten Söldner, dass das Proletariat für seine Sache kämpft. Zeigt der Weißen Garde, wie die Rote Armee siegt. Auf zum Kampf für die Sache des Proletariats! Alle Versuche, doch noch eine friedliche Lösung herbeizuführen, sind zu diesem Zeitpunkt längst gescheitert. Soldaten, die noch vor wenigen Monaten gemeinsam in den Schützengräben das Weltkriegsende erlebt haben, stehen sich nun in der Heimat als Feinde gegenüber. Am 1. Mai, einem ungewöhnlich kalten Tag mit Schneefall, marschieren die Truppen der Bamberger Regierung in München ein und schlagen jeden Widerstand mit unglaublicher Brutalität nieder. Als die Ermordung von Geiseln aus dem Bürgertum auf Egelhofers Geheiß bekannt wird, endet die Räterepublik in einem Gemetzel. Hunderte Rotarmisten und Zivilisten werden festgenommen, oft brutal misshandelt und standrechtlich erschossen oder von den Freikorps einfach so ermordet. Der grausame Bürgerkrieg, den Eisner und Auer und nach ihnen die Regierung Hoffmann vermeiden wollten, ist zur Realität geworden. Bei den Kämpfen in München sterben nach offiziellen Angaben 233 Kombattanten und 335 Zivilisten. Andere Schätzungen gehen von bis zu 1200 Menschen aus, die durch die Hand der Freikorpssoldaten getötet werden. Die Brut.
Protagonisten der Räterepublik werden zu harten Strafen verurteilt. Evgenij Levinet zum Tode, Erich Mühsam, Ernst Toller und Erich Wollenberg zu langjähriger Festungshaft. Max Levin entkommt nach Russland. Um den Preis hunderter Toter und des Bündnisses mit reaktionären Kräften haben die Vertreter der parlamentarischen Demokratie die Auseinandersetzung also am Ende für sich entschieden. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass entgegen aller Behauptungen nur eine kleine Minderheit die Räteherrschaft in Bayern unterstützte. Landtag und Regierung in Bamberg waren demokratisch gewählt worden. Mehr als 97% der Wähler stimmten für einen Übergang zu einer parlamentarischen Demokratie nach westlichem Vorbild. Mit der sogenannten Bamberger Verfassung, die am 15. September 1919, also ziemlich genau heute vor 100 Jahren, in Kraft trat, war dieses Ziel erreicht. Völlig zu Recht wurde sie als erste demokratische Verfassung Bayerns in den letzten Monaten hier in Bamberg und in anderen Teilen des Freistaats gebührend gefeiert. Alle Bayern waren nun vor dem Gesetze gleich. Der Adel wurde aufgehoben und volle Glaubens- und Gewissensfreiheit gewährleistet. Allen Bürgerinnen und Bürgern wurde zudem die Möglichkeit eingeräumt, mittels Verfassungsbeschwerde diese Rechte nun auch juristisch geltend zu machen. Dem allgemein gleich, geheim und unmittelbar nach Verhältniswahlrecht zu wählenden Landtag wurden umfangreiche Befugnisse zugesprochen. Durch diese elementaren Grundrechte und Bestimmungen wurden die Grundpfeiler des demokratischen Staatswesens auf bayerischem Boden gelegt. Dass dieses Ziel allerdings erst nach linkem Terror in den Wochen der Räterepubliken und nach einem Bündnis mit rechtsradikalen Kräften erreicht wurde, belastete die erste Demokratie auf bayerischem Boden schwer und legte die Grundlagen für den Aufstieg der Nationalsozialisten in München. Die von den Feinden der Demokratie geschmähten und heute vielfach vergessenen bürokratischen Biedermänner, die auch in den folgenden Jahren in der Ordnungszelle Bayern gegen die radikalen Kräfte von rechts und links kämpften und den jungen Freistaat mit ihrem Leben verteidigten, wurden damit zu Helden der Demokratie.